Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Erlen, gerade im LS9 zusammen mit dem Philipp, einen wunderschönen. Hallo. Denkt euch jetzt nicht, wieso steht er hier mitten in der Wiesensinne, wo das frisch verwendete Heu liegt? Hallo. Oh. Super Sprungkraft ist da. Ja, und zwar genau deswegen, weil ich zeige es euch jetzt schon mal ein bisschen was. Das sieht anders aus, Leute, ne? Also nicht ihn beachten, oder ihn auch beachten, aber er ist nicht das Neue. Oh ey, nee, das geh ich, nee. Sondern... Nee. Ist, ich bin rot aufgehört. Sondern es geht um... ich versammeln. Das, was hier ist. Hallo. Ich versammeln. Auf jeden Fall. Und dann ist er weg. Ja, ihr seht's. Es ist anders hier auf jeden Fall. Wir haben neue Hallen, ich habe uns neue Hallen platziert, wir haben hier unsere Gerätschaften reingestellt, hier stehen noch zwei Big Bags, die Ballen sind jetzt hier drin. Wir haben Multifruit-Lager, wo wir auch Heu und so weiter hier reinkippen können ohne Probleme. Passt auch, hier unser Silo ist geblieben, den Kuhstall habe ich auch ein bisschen anders dahin platziert. Man sieht die Schwarte halt wirklich nicht wirklich gut. Ja, auf jeden Fall. Hier, die Halle ist neu. Das ist eine wunderschöne Halle. Hier haben wir jetzt unsere unseren Dreischaufflug, unsere 3 Meter Sämaschine drin. Hier ist momentan noch leer, da können wir aber demnächst dann auch noch Zeug, wenn wir mehr Sachen uns leisten können, Zeug reinstellen. Und dann haben wir hier auch noch ein wunderschönes, unser wunderschönes Wohnhaus kombiniert mit einer Halle. Hier kommt dann später der Hänger rein. Hier ist Frontlader, da steht momentan der Bührer drin. Wir haben einen Rasenmäher, den wo man eigentlich anfassen könnte, aber der ist anscheinend zu schwer. Unser Auto steht hier, aber man kann leider nicht rein. Was machst du da hinten schon wieder? Ich höre nur so Gelächter. Ja. Bist du eigentlich da unten? Der Rasenmäher ist schwer zum Anheben. Ja, war auch. Ich konnte ihn nicht hochheben. Jetzt machen wir erstmal hier Radio an. So. Ich schnapp mir jetzt gleich mal schön den Bürger. Sammeln. Ja, ich schnapp mir jetzt gerade den Bürger. Weil der Flipsi mir meine Arbeit weggenommen hat, dann muss ich den Anhänger jetzt holen. Nee, das steht dann noch für Folgen. Deine alte Arbeit weitermachen. Kann ich dann auch noch machen. Ich will jetzt auf jeden Fall erstmal den Anhänger, weil schon steht dann noch 20.000 Folgen da unten rum. Und das wollen wir natürlich auch nicht. Ah doch, hier ist das. Ah, hier haben wir einen Tempomat einfach rausgeholt. Hallo. Oh, diese Allradlenkung. So, da sind wir wieder. Hab noch mal ganz kurz, ja, ich kann es euch eigentlich sagen, unser Kontostand anpassen müssen, weil ich habe den Hof umgebaut und auch ein bisschen Plus gemacht von dem Zeug, was da eigentlich noch rumstammt und so weiter und ja. Aber das ja, haben wir nicht reell verdient und deswegen ja. Oh nee, der Zug kommt. Moinsen! Der Lindner ist gesprungen. Hält er? Er hält auch. Ja gut, ja. Ne? Ah. Auf wie viel kmh hast du das eingestellt beim Abladen? 7. Ja. 7 ist perfekt. Also ich sag mal so, ne? Mhm. Der Lindner hat fliegen gelernt. Ah, da vorne bei der Bodenwelle. Nee, bei unserem Hof vorne. Also bei der anderen. Ach so. Ja gut. Dann hat er das schon mal überlebt, ne? So, da steht unser Hänger. Die wollen wir jetzt endlich abholen. Brauchen wir ansonsten noch irgendwas vom Händler, weil ich bin gerade unten. Glaub nicht, oder? Nee, nicht wirklich. Völker, denn ich habe hier keine Fronthydraulik, das heißt, ich kann eh nichts mitnehmen. Weiteres. Was hast du für einen Traktor? Die Türe. Ja. So. Ja. Und ja, vielen lieben Dank an den lieben Herren oder Damen, ich weiß nicht, aber ich werde wahrscheinlich meine, es ist ein Herr, der uns in die Kommentare geschrieben hat, wieso denn die Bombenzirkelschaltung nicht mehr funktioniert. Und es liegt anscheinend an VCA, dass sie das irgendwie rausgebracht haben, dass sie das halt eben nicht vertragen hat. Das heißt, wir müssen demnächst VCA wieder rausschmeißen. Damit er wieder funktioniert. Oh nee. Ja, okay. Ich weiß gar nicht. Ist jetzt VCA inzwischen so, dass bei allen Traktoren eingebaut ist? Ich weiß es nicht. Weil das war halt immer das bisschen blöde, weil bei Mod-Traktoren ja, oder so war es halt teilweise immer da.
Problem, ja. Deswegen brauche ich mich so drauf. So, fahren wir den Hof rein. Wunderbar. So, dann schnappen wir gleich in Anhang mit den Schwader. Ja, genau, und übrigens, das habe ich euch auch noch nicht gezeigt. Und zwar habe ich jetzt hier hinten erhalten, haben wir ein kleines Schleichwiedchen. Und dann da kann man hier hinten hoch, zack. Und dann sind wir hier oben bei unserer Wiese. Ja, komm, du schaffst es. Da musst du mit Schwung rennen. Ja. Auf jeden Fall, ja, also es geht steil rauf, man sieht's, ne? Auf jeden Fall, ja, das habe ich eben auch gemacht, damit wir hier hinten am Hof auch einen kleinen Weg haben, dass wir nicht die ganze Zeit über die Straße hinten irgendwie rumfahren müssen. So. Dann drehen wir hier mal. Ja, da vorne ist eben noch eine kleine Bodenwelle drin, kleine Hubel, muss ich noch ausbessern und hier ist das Tor nicht offen. Das geht ja gar nicht. Ich gehe in den, also. Außenansicht ist alles normal, gell? Dann gehe ich in die Innenansicht. Oh, komm, dann ist alles normal und da bleicht es richtig aus. Ja, das sieht man bei mir. Es gibt ja vom Alpine DLC, haben wir heute gesehen, es gibt tatsächlich schon ein Update. Ja. Haben wir noch nicht. Haben wir jetzt noch nicht mit drauf geschmissen, müssen wir danach nochmal machen. Wer weiß, vielleicht wird das Ganze dann dadurch gefixt. Dann weiß ich es nicht. So, ich schnapp mir jetzt den. Sollte immer wechseln, ne? Das geht halt auf. Hm? Wenn man Perma wechselt. Ja, na gut. Kann man machen? Nun mal auch nicht. Ich weiß nicht, ob das so gesund ist für die Tasche C. So. Nehmen wir den wieder an. Und dann geht's direkt mal ans Schwaden hier. So, den klappen wir wieder auf. Ah, jetzt habe ich was vergessen. Leute, das muss ich jetzt schnell nochmal machen und zwar. Froschenhals, Moment. Ich auch. Und zwar platzieren wir uns hier in den Kerl hin. So, da schreiben wir uns natürlich wieder gut. Die 4000. 4,5 waren es. Und haben wir den Wasserdruck noch? Nee, den mache ich aber danach der Folge, weil der ist jetzt momentan noch nicht so wichtig. Wir haben eh noch keine Tische. Aber der. Hast du den Kerl an die gleiche Stelle wieder dran, oder? Nee, der steht ein bisschen weiter vorne. Ach. Es kommt doch nur zu gut, in der Nahe kommt es immer schneller am Kehrer dran. Ne, sieht ja einfach schöner aus, da wo er jetzt steht. Das steht er gar so alleine. Ja und? Der arme Kehrer. Die Frage ist, wen juckt's? Der Zug ist wieder da. Ja, Moment, heute ist aber schön unterwegs, du. Was? Was ist mit mir? Nicht mit dir, der Zug. Weil er gerade schon wieder vorbeigefahren ist. Mit dir ist alles gut. So, ein bisschen weiter rüber. So. So passt es da, ja. Ey, hier geht's ja fast steil runter, ne? Ja. 90 Grad Winkel ist da. Also nimmst du gerade unseren neuen Weg, oder? Ich glaub's ja. Bist du am Hof? Nee, ne? Nee, ich bin unterm Hof. Ich höre die Geräusche, ich sehe sie aber momentan nicht. Okay, so Glück. Wenn ich hochkommen soll, sagst du es. Ist besser so. Eieieiei. Du musst mal festfahren, Bubi. Ja, warte doch. Dann soll ich fahren. Ich war jetzt hier gerade. Ah ja, hier geht's hoch. Ah jawohl. Hallo. Hallo. Ich komme da gerade hoch. Oh Gott. Renn in die Wiese und das ab geht der Peter. Hat mich schon gut an. Der hat nicht rausgeschaut. So ist für den Schwader, aber gut. Dann muss er abkönnen. Mal abkönnen. Ja. Gleich direkt zweite Vorgewende. Haben wir das nämlich auch schon gleich.
drehen. Ja, passt. Ey, muss mal Gitarre ein bisschen anders hinschieben hier so. Da war ein bisschen zu nah an mir dran hier. Ja, das geht. Das passt. So, wunderbar. Das heißt. So. Also ich würde sagen, ein bisschen was von dem Heu verkaufen, oder? Ja, ist schon arg. Dann müssen wir ein bisschen Kohle kriegen. Wir haben zwar noch momentan 27. Aber wir haben ja halt auch noch Heu bei einer Kuh. Stimmt, die haben wir auch noch. Ah, da bräuchte man dann irgendwie einen Ballenwagen, um die wegzutransportieren. Ah ne, wir haben den Unitrakt. Ah ja. Ein paar gehen da schon drauf. Ja, überladen geht ja auch noch. So vier Ballen draufpacken, zwei hoch, Alter. Nein, das ist noch zu wenig. Drei müssen auf einer. Ich glaube, dann kann man nicht mehr fahren. Dann schleifen die Reifen am Schutzblech. Doch, in der Kurve muss man langsam. Ja, sehr, sehr langsam. Ansonsten kann es. Bumblinganlage rein und mit 3 um die Kurve rum. Oh Mann. So. Der geht bloß runter von dem Gras. Mhm. Oh, so gut das. Ja, da bleibt nur ein bisschen was liegen. Bisschen Schwund ist immer. Ja. Dann lass ihn jetzt auch runter. Wohin steht der jetzt? Mann. Ich weiß es nicht, wo er hinrutscht. Hinten einfach mal weggezogen worden. Jungs. Oh, wieder weg. So, die Vögel sind natürlich auch da, die Raben, der kennt's nicht. Lang haben sie nicht mehr gesehen. Saubürer, du schaffst es. Saubürer. Hast du gerade wirklich Saubürer gesagt? Jungs, was verstehe ich schon denn immer, Alter? Ich hab gerade Saubürer verstanden. Oh nee. Saubürer, du schaffst es. Der ist heuglitzert. Hä? Das Heuglitzer? Ach so. Das sind Stahlfer. Au. Oh. Ich hab nichts gesagt. Okay. Man hat nichts gehört. Ich war gerade mit Außenansicht ein bisschen weiter oben, schau so frontal auf der Säule drauf, dann ist der die Sonne drauf gestiegen, dann hat er so ausgeschaut, als wäre das Boy glitzern würde. Oh Mann. Oh nein, nein, warte mal, es ist Gras. Ja, stimmt. Du bist schon cute. Wir sind ja schon ganz verwirrt, Leute. Ich hänge besser nicht mehr. Schon wieder voll hier geht das runter, ey. Ja, da habe ich auch schon. Also das geht ja mal gar nicht. Hier ist noch eine komplette Stelle, die wo nicht gewendet ist. Nee. Was? Ja. Aber gut, ist mir auch passiert. Ich schwarz einfach zusammen. Egal. Ich bin am Tor. Wir haben das Holz aufgelassen. Ich bin voll gegengefahren. Ja gut. Das gesund für das Tor. Schwierig zu sagen, aber ich glaube nicht. Ja. Es kommt drauf an, wie stabil das Ganze ist, ne? Ja. Oh. Oh, ich fange jetzt zuletzt. Alter, der Schwader sieht aus. Nee. So, gut. Wunderbar. Aufziehen. Ah, da drüben schon unterwegs. So. Ich habe schon eine richtig gute Idee für, wenn wir uns einen größeren Traktor kaufen wollen. Irgendwann in der Welt haben. Ein 1600er MB-Traktor.
Was? 1600 im Betrag. Oder muss nicht 1600 nee. Sein, aber irgendwie in dem Dreh. Oh. Nee, 1500 im Betrag mit meinem Eisengrill. Oder das. Deswegen habe ich ja gesagt, muss nicht unbedingt 1600 sein, aber auf jeden Fall. Also unsere momentane PS-Leistung von 136 PS ein bisschen übertrumpft. Ja. Da kann ich hier schwarten, oder? Was liegt? Ich bin irgendwie dem Gefühl nicht. Ah doch. Okay. Ich hab nicht gesagt. Oh ja, das Böse, das kann man auch mit dem Ladewagen-Problem aufsammeln. Ich bin jetzt nicht so zusammenschwarten, aber mal. So. Ganz hinten liegt nur was. Und dann bin ich mit Schwaden durch. Ist halt dann die Frage, ob wir uns den zweiten Ladewagen mieten wollen. Ich glaube nicht, weil ich bin hier oben auch schon fast fertig. Achso, okay, gut. So, bin ich hier auch fertig, wunderbar. So, warte mal, wie ging das nochmal so? Und dann Z? Ah, klar. Langsam habe ich es raus, Leute. Langsam habe ich es raus. So, der Schwader brauchen wir meines Erachtens jetzt nicht. Nope. Ja, es geht nicht mit dem Mene. Das heißt, wir können ihn waschen und dann aufräumen. So, können wir hier. Check. Waschi, 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 wunderbar. Waschi, waschi, oh Mann. Oh nee, du. Oh, da kommt wieder das wunderschöne Pöllinger-Farben raus. Herrlich, du. Ja, der Pöhrer ist ja noch relativ sauber. Bisschen den Staub rauswaschen. Der Pöhrer ist noch relativ sauber, ah ja. Ja. Dann war auf jeden Fall sauberer als wieder Schwader, muss man sagen. Ja. Drehen wir hier vorne, dann können wir den Schwader auch schon aufräumen. Ja, dann können wir diese hier reinpacken. So. Geht er so? Ich weiß nicht, ob ich hier nochmal herfahren muss. So, wunderbar. Was magst du gerade flogen? Was magst du gerade aufräumen, oder? Ich habe jetzt gerade den Schwader aufgeräumt. Und jetzt bin ich gerade ein bisschen am Plattform hier. Okay. Passt. Also wir haben hier schon 121.000 Liter drin. Ja. Hat schon ein bisschen was. Es liegt noch was draußen, ne? Ja. Das muss ich dann reinräumen, oder? Wir brauchen den Lindner, weil der hat nur den Frontlader dran. Ja. Oder beziehungsweise der hat die Aufnahme. Ja, das ist halt leider nur der einzige Stelle, wo das hat. Oh. So. Ich weiß nicht. Also unser Silo wird sowas und voll sein danach, ne? Kann gut sein, ja. Ich weiß gar nicht, ob das da ist. Na gut, ganz voll nicht so wie auf der Karte. Ja. Wann noch wie geht eigentlich rein? Das gute Ding. Muss ich mal nachgucken. Da. Steh ich dran. Oh. Also halb voll ist es allemal, würde ich mal sagen. Ja. Ja, ja, an der höchsten Stelle halb voll. So, haben wir die. Da kommt ein wilder Philipp. Ich bin aufgeschlüstet. Ich hab's gesehen. Führer, du hast nicht mal Gewicht drin. Nee. Oh, das kommt nicht schon mal. Ich hab's noch geschafft. Ich hab mir ein Häufchen dahin gemacht. Ich krieg die Krise. Ey, das ist nicht groß, ne? Es ist ein Häufchen.
Nein. Ahoi, Falle. Oh Mann. So. So, die letzte Ladung. Hier. Hier. So, warte, was mich interessiert. Was gibt's denn missionstechnisch? Oh, vierten, ja, Kartoffeln. Düngen. Dreschen. Dreschen. Spritzen. Nochmal spritzen. Ui, ui. Einmal kein Düngerstress ist halt das Problem. Mit dem können wir jetzt so viel Geld machen, ne? Also ich habe jetzt hier zwei zum Düngen, zwei, drei, drei, vier und umstand. Also wir könnten schon ein paar Missionen machen. Mähmissionen? Nee, da gibt's leider gar keine. Keine Echt? Einzige. Was? Nee, nur Dreschen, Kartoffeln und Spritzen. Das glaube ich nicht. Ey, es gibt ein paar Wiesen auf jeden Fall, ne? 24 Felder und der Rest der Kalle sind Wiesen. Glaube ich fast nicht. Aber es gibt keine so richtige Wiesen, also das sind ja eher nur so. Also es gibt ja keine Wiesen, wo der Helfer zum Beispiel laufen würde. Ja und? Wir haben jetzt dann Zeit, also. Ja, aber trotzdem, dann kann's, dann geht auch die Mission nicht. Oh, ich starben die ganze Zeit, da waren zwei Eier hier. Bei Wiesen geht allgemein wenig Helfer. Ja, wenn die. Hm. Ja, auf anderen Karten, da ja, aber. Auf Standardkarten. Nio. Oh Gott, das musst du nochmal austauschen. So gut. Ja. Auf vorwärts raus. Eieiei, ich bleib da schon vorne draußen. Eieiei. 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 Oh. Ah. Ey, das ist die Synchrone. Schon leer? Ja, das war alles. So ein Häufchen. Jetzt hat da jemand den Abby reingestellt. Ach ja, und ich habe jetzt rausgefunden, ne? Das heißt Abby. Okay. Abby. Ja, wir haben noch Wiesen, ne? Also was willst du machen? Ich wollte jetzt gerade den Ladewagen aufräumen, aber es ist mir dann auch gerade aufgefallen. Wir haben doch noch ein paar, deswegen habe ich gemeint gehabt. Ja, alles gut. Ist okay, Chef. Wir haben ja nicht. 65, okay. Der Ladewagen ist so klein für meinen Geschmack. Ja, deswegen habe ich gemeint gehabt, einen zweiten dazu mieten, dass ich ein bisschen helfen kann, weil es flackt schon noch über drum. Also wie viel kostet, jetzt mal so theoretisch, wie viel kostet einer, nur mal zu mieten? Der ist schon für 2000 da. Was? Für 2000 könnte man schon einen mieten. Oh, das bist du. So. Ich glaube, das würde sich schon lohnen, weil schon sind wir noch ewig bei. Ich miete den jetzt einfach mal, sonst habe ich nichts mehr zu tun. Halt, warte mal. Hä? Bevor du das Mieten auffangst. Ja. Miet doch den für den Ding. Wer ist dann? Für den Unitruck. Ja, aber der hat bloß 12.000 Liter. Ja und? Wir haben nur noch eine Wiese, du musst das bedenken. Dann fahre ich mit meinem Unitruck und du mit dem Ding. Mit deinem. Ja, ich miete den immer mal. Mieten, ja. Steht auch hinten. Welcher war das jetzt? Der für den Unitruck. Da laufe ich gerade zum Hof. Okay. Auf der Straße. Ich will das mal vorne hin. Ich lasse mal die Gründe. So. Ja.
Wie es dann aber weitergeht mit dem Heuheimfahren und noch vielen anderen weiten Aktivitäten, sehen wir dann in der nächsten Folge, denn wir sind für heute auch schon wieder fertig, liebe Leute. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen, wäre natürlich sehr nett. Und ja, ansonsten sehen wir uns dann bald zu einer weiteren Folge hier auf der Erlengrad. Bis dahin, macht es gut, haut rein und ciao, ciao. Ciao.